Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von World of Tanks. Wir sitzen in einem neuen Panzer und zwar dem AMX-13 FL-11. Was ein Name mal wieder. Ist ein französischer Leitpanzer mit einem sehr interessanten kleinen Türmchen. Und ja, also ich sag mal so, Potenzial zum Schaden ist auf jeden Fall da. 148 ist mal wieder... Leute? Ich dachte gerade ganz kurz, was ist denn jetzt los? Da bleiben einfach alle stehen. Was war das denn jetzt für eine Aktion? Ja, ist ein volldrehbarer Turm, Einzelschusspanzer. 5 Sekunden Nachladezeit. Wirkt jetzt nicht so wie die anderen Standard-Franzosen-Panzer, wenn ich ehrlich bin. Wenn man sich irgendwie immer auf ein Magazin einstellt. Aber die Antenne sieht wenigstens schon mal genauso verrückt aus. Ein kleiner gebogener Strich in der Landschaft so. Siehst du? Ja, ansonsten, was willst du noch groß zu sagen, außer... Oh, warte. Ah, scheiße, war der Stein im Weg. Ich wollte weiterfahren. Das war rot. Alter, hab ich mich kurz erschrocken. Ich dachte gar ganz kurz, was fährt denn da jetzt für meine Flinte, lol. Oh, ciao. Was zum Teufel? Gefahr, ich spüre Gefahr. Oh, leckt mich am Arsch, hat er den gekillt, Junge. Oh. Da ist ein Skoda. Hilfe. Ja, das sieht übrigens neben mir, wie der normalerweise aussehen sollte. Ich hatte diesen komischen, Mondskin draufgepackt, nenne ich jetzt mal. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der hieß. Okay, noch spotten wir hier eigentlich ganz gut. Oder zumindest habe ich das Gefühl, als ob wir jetzt hier irgendwas tun könnten. Ich würde gerne rüberfahren, da irgendwie ein, zwei Leute versuchen anzuschießen, aber so wie es der KV-2 gemacht hat, das wäre sehr tödlich, weil du dann von allen Seiten beschossen wirst. Aber er kann sich erlauben, weil er killt halt einfach einen One-Shot, also ja. Wenn einer, dann er. Aber wir gehen mal capturen. Weil die sind alle so fokussiert auf die Seite da. Gehen wir einfach hier hin. Das ist ja... So ist besser. Ils ont touché. Boden, perfekt. Sehr gut. Oh, schade. Ja, das war mein Mate. Perfekt. Bei Team Damage hätte ich jetzt erstmal schön Scheiße gebaut, aber passiert. Oh, frech. Oh, lol. Du konntest ihn sogar noch wegfliegen sehen, die Kugel. Ah ja. Ja, und wir capturen gerade, also läuft. Das war die Spitze vom Turm. Und gewonnen. Ist jetzt zwar nichts, was ich erwartet habe, aber... Ey, ganz ehrlich? Nehme ich mal so mit. Ja? Nehme ich mal so mit. Alter, das war aber noch so ein Speedzug hier reingebaut. Ich wollte gerade schon sagen, wann ist eigentlich die Runde zu Ende? Lol. Nice. Eine sehr krasse Runde. Die sind doch diesmal alle in der Mitte auf den Berg gefahren, da direkt schön, also auch von unserem Team, direkt schon aggressiv rein und nicht nur links und rechts in die Gräben reingestellt. Das fand ich, war eine richtig schöne Runde. Schönes Team. Sehr geil gemacht. Nice. Hat mir gefallen. Ja gut, schadenstechnisch sind wir natürlich bei Vibe nicht da, wo ich sein möchte. Habe ich jetzt auch nicht... Hallo? Ach so. Ja, nee. Das habe ich übrigens eingebaut.
Weil ich dachte, bei der Stufe auf Scout zu spielen, ist mir nicht so mein Favorit. Machen wir lieber einfach, so wie immer, halt die Lüftung. Das hier und vielleicht ein bisschen Sichtweite, also habe ich die Optik eingebaut. Dass wir wenigstens ein bisschen was vom Scout drin haben, aber... Ja, muss jetzt auch nicht sein, ne? Nur ich wusste nicht, was ich sonst reinbauen soll, deswegen habe ich das genommen. Fand ich war irgendwie das Sinnvollste. Wenn es jetzt nicht so gut sein sollte, ja, schlag was anderes vor. Ist mir eigentlich auch egal, das dritte Item. Ja, und wenn wir jetzt Glück haben, weil gerade eben die Runde ging nach 20 Sekunden, haben wir sie gefunden, dann finden wir jetzt einen. Ansonsten, wenn es zu lange dauert, mache ich jetzt einen kleinen Cut für euch rein. Aber ich trinke was, vielleicht finden wir dann schon was. Wer weiß. Ach ja. Oh, hat genau gepasst. Ich wollte mich gerade sagen, da muss ich cutten. Jojo. Okay, das ist eine Runde, wo ich eigentlich als Scout fungieren müsste. Bin ich ehrlich. Aber da bin ich jetzt nicht für ausgestattet. Tja, Leute, was machen wir da jetzt? Ich fahre mal trotzdem diesen kleinen Gang hier entlang. Vielleicht sehen wir ja irgendwas. Oder zumindest kurz. Ob das smart ist? Wahrscheinlich nicht. Wobei, wir haben noch einen Type 64, der kann auch scouten. Und einen AMX-12T. Also ganz aufgeschmissen sind wir eigentlich nicht. Und einen Crusader haben wir. Oh, hat er zurückgezogen? Okay, dann nicht. Das tut mir leid. Entschuldigung, ich wollte noch ganz kurz bremsen, aber ich dachte so, ach, das passt. Tja, verschätzt bin auch... Ja, es ist schon spät. Alkohol im Steuer war noch nie gut. Oder weißt du was? Hier ist kein einziger Panzer, der mich unterstützen würde. Wir fahren nicht dahin, wo der T-67 ist, weil da ist keine Unterstützung. Wir bleiben hier hinterm Stein und unterstützen ihn von hier aus. Zumindest versuche ich das halt so ein bisschen. Ja, das kannst du gerne machen. APCR, lol. Okay, ich dachte eigentlich, du schießt mit HE. Interessant. Da habe ich nicht mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ach, die fahren da hinten schon hoch. Ja, lol. Das ist ungünstig. Das ist ja nervig. Okay. Ja, da habe ich jetzt leider drei Schüsse gefangen, aber ich musste erstmal echt abschätzen, wo ich am besten hinschieße. Hat jetzt endlich funktioniert, auch wenn wir sehr viel Schaden eingesteckt haben. Ist ein bisschen ärgerlich, aber solange wir leben, ist das schon okay. Ah. Naja. Ich traue mich mal ganz kurz so ein paar Meter nach vorne. Rein potenziell gesehen. Das wird zu gefährlich. Da war die Panik zu groß, bin ich ehrlich. Ich gerade so der Nashorn, der hat doch da eine sehr kleine Panzerung. Da kannst du mal kurz reingucken eigentlich. Aber da jetzt ein Busch ist, traue ich mich nicht nochmal zu gucken. Ah, ich weiß nicht. Wir haben jetzt auch leider keine Deckung, wo wir uns hinter verstecken können. Ich könnte höchstens mit zur Basis zurückfahren und da unterstützen. Oder ich verstehe, müsste die Nashorn aufdecken. Ich fahre zurück. Ich habe übrigens den Richtschützen vergessen, ehrlich gesagt. Wir haben noch HE geladen, also rein technisch gesehen können wir noch viel Schaden da ausrichten. Mal sehen. Meine Angst ist nur ein bisschen, dass da ein LEFH ist, der mich gleich wegsnipen wird. Instant. Aber das potenzielle Risiko muss ich in Kauf nehmen. Was, wie? Ach, ich habe die Kette wahrscheinlich wieder nur zerstört, ne? Ah, egal, reicht. Ich bin noch gesehen, ich warte mal ganz kurz hier. Oh.
Warte. Ich gebe dir noch einen kleinen extra Boost, wenn du möchtest. Willst du oder willst du nicht? Nee, will er nicht. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Hat er jetzt den Motor angemacht oder? Ach, ist eigentlich auch egal. Okay, hier ist noch die Leiche, die mich beschützt. Ah, warte, mit ein bisschen Schwung komme ich da hoch. Dachte ich. Ah, ich sehe den Problem übrigens, Kumpel. Ah, lol, okay. Ja, hab's ja verstanden. Ist nicht so gut, weiß ich jetzt auch. Sorry. Okay, ich werde zwar wahrscheinlich drauf gehen, aber solange ich ihm beim Kill unterstützen kann, ist das fein für mich. Habe ich gerade einen Schuss gehört? Warum schießt du jetzt auf mich? Habe ich was gemacht, was er nicht mag? Hä? Hä? Ach, ist mir eigentlich auch egal. Hätte ich ihn vielleicht doch da hochschieben sollen oder warum, was ist jetzt sein Problem? Ich weiß auch gar nicht, ob ich stark genug dafür wäre, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich wäre sogar zu schwach tatsächlich. Vom Motor her. Okay, den Berg hochfahren war jetzt vielleicht nicht die beste Idee, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ich hätte warten sollen, Mann. Aber ich habe da Schüsse gehört und ich habe Stress gehabt. Oh, Mann. Oh, der hat sich selber umgebracht. Schade. Okay, cool. Ja, im Berg hochfahren mit dem M10 zusammen war vielleicht doch ein bisschen unnötig. Hätten wir gleich unten bleiben können. Wobei, dann hätten uns die beiden Scouts, die jetzt gerade noch übrig sind, uns einfach überrollt. Das ist jetzt übrigens ein bisschen schlecht, weil der Crusader ist weit, weit weg. Kommen die hier wieder hochgefahren oder meinte, die fahren da lang? Egal wie, wir fahren hier lang, weil dann können wir vielleicht die Artillerie dazu bringen, noch ein bisschen mitzuschießen. Oder zumindest dabei unterstützen, dass sie hier mit durchkommen können. Okay, der Type 64 schon mal oben. Ich muss halt ein bisschen aufpassen, weil ich bin One-Shot. Durch die eine Aktion in der Mitte. Der Crusader auch. Ja, eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, ist die Hoffnung so ein bisschen auch in dem M10 drin. Ist traurig, aber ist leider so. So, die Artillerie ist jetzt hier, dann können wir jetzt ein bisschen weiter vorfahren. So, wir können zwar mal ganz kurz eben eine andere Position hier einnehmen. Hier zum Beispiel. Ja, war so ein mittelmäßiger Hit, ehrlich gesagt. Und der pusht voll rein. Ob das jetzt so gut ist, weiß ich nicht. Nein, daneben! Egal, wir hätten eh nur höchstens ein bisschen Schaden machen können. Schade. Ich hätte so nicht ganz verstanden, warum der M10 so reingepusht ist wie so ein Selbstmörder. Naja. Ja, hätte ich ein bisschen mehr Leben gehabt, hätten wir nicht so viele Hits am Anfang eingesteckt, dann glaube ich, hätte ich sogar hier am Ende noch echt was machen können. Sehr ärgerlich. Schade. Oh. Trotzdem eine ganz coole Runde eigentlich. Tja. Okay, ich würde sagen, da die erste Runde auch relativ kurz war, ne? Machen wir auch in dieser Folge 3 Runden. Guck mal hier, siehst du? Schön. War aber okay. Sehr nice.
dann ab ins nächste Gefecht. Und Runde 3. Wunderbar. Mal wieder ein 6er-Gefecht, Karl. Das ist jetzt nicht das Beste für mich, aber es gibt wieder eine Menge leichte Ziele. Also wechseln wir auf die dritte Munitionsart. Sollte ich vielleicht sogar ein paar mehr davon mitnehmen, wenn wir jetzt durchgehend Runden immer haben, wo so viele Lightpunts unterwegs sind. Hätte ich mir bei Stufe 5 überhaupt denken können, ehrlich gesagt. Mein Fehler. Dann muss ich gleich in der Garage dran denken, das noch kurz umzuwechseln. Okay. So wie es aussieht, pushen wir auch gerade ganz gut durch hier. Und zumindest unser Team ist da schon ziemlich weit vorne. Hat auf jeden Fall gewisse Vorteile, bin ich ehrlich. Ich fahre mal nicht ganz so krass weit rein. Zumindest jetzt gerade in diesem Moment noch nicht. Dann stelle ich ganz kurz hier an dieses Fenster. Weil ich glaube, von hier aus kann ich schon genug Schaden anrichten. Sagt ja und sieht niemanden. Ja, dann doch geschissen. Hab gar nichts gesagt, okay. Dann halt weiter durch. Wow. Die hier direkt so durchzupushen, habe ich auch schon gefühlt noch nie gesehen. Also nicht in diesem Ausmaße, ey. Krasse Scheiße. Er hat den Turm gedreht. Ich pack's nicht, Junge. Eiskalter Typ. Ah, das war leider wieder der Turm. Ärgerlich. Knapp daneben. Mhm. Und die Artillerie schießt natürlich auf mich, weil ich auf dem Feld stehe. Hätte ich mir auch denken können. Kompletter Reinfall. Oh, Leute, hat sogar noch ein M10 auf uns geschossen. Interessant. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Hey, was für eine weirde Runde das schon wieder ist hier. Ha. Der AMD gönnt sich jetzt erstmal ein bisschen Weihnachten da hinten. Putz. Und Putz. Und gleich nochmal Putz. Das war schon mal der erste. Wirklich. Haha. Das Gute ist. Ah, warte. Der Neigungsweg über meiner Kanone ist ja da ein bisschen scheiße gewesen. Und er crasht ihn. Ich steck nochmal Schaden ein. Ach du Schweinehund, ey. Hätte ich auch gemacht. Ja, mein Neigungswinkel nach unten ist ja da sehr beschissen in diesem Panzer. Nach oben übrigens auch. Also der Neigungswinkel generell von der Kanone ist sehr beschissen. Sehr belastend. Sonst hätte man da schon vorher was treffen können, aber schwierig so. Und Schuss! Dein Ernst? Hey, ganz knapp rechts am Tor vorbei. Na toll. Oh Mann. Das ist jetzt ein bisschen belastend. Oh. Und habe ihn nicht mehr getroffen. Naja. Ey, was für eine übel schnelle Runde das hier ist. Krass. Der M10 war übrigens hinten. Woher weiß ich das? Ah, der Hit von mir. Ja, nice. Der fährt genau in, ja. Okay. Ich hing irgendwie so ein bisschen Sonntag fest. Unten links die Herrschaften. Da war er zuletzt.
Okay, der MC wird einfach stehen. Keine Ahnung, was er vorhat. Ja, AMX-12T, genau das habe ich schon längst gesagt. Aber danke, dass du es mir erwähnst. Hä, ja, siehst du den oder? Weißt du was? Drauf geschissen. Einfach rein da. Was soll er machen, ha? Schießen? Lol. Du kannst gern hingehen. Ich mach das nicht. Mich wird er one-shotten, wenn ich Pech hab. Hä, wieso fahren die da hinten hin? Sind die dumm? Ich hab doch schon fünfmal gesagt hier. Da war doch gerade eben noch der Typ wegen den zwei Artilleriepanzern. Wieso sollte der jetzt da stehen? Das macht ja gar keinen Sinn, Junge. Was macht der denn? Hä? Also der Typ da oben ist ja komplett lost. Und der eine Typ ist sogar noch verunfallt. Alter, sind die doof oder so? Gesnackt. Ja, ganz ehrlich, den habe ich aber auch irgendwie verdient. Der eine verunfallt, der andere stellt sich in die Ecke rein. Mein Gott, was für Vollidioten. Naja. Ja, mehr als dahin pingen oder hinfahren kann man aber auch nicht machen, du. Ja, okay, Fazit zum Panzer. Was kann ich dazu sagen? Also, meine persönliche Meinung nach ist ganz nett. Bin ich ehrlich? Ist interessant, auf jeden Fall, jetzt auch mal einen Franzosenpanzer zu haben, der Stufe 5, der meiner Meinung nach sogar... Ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich würde ihn jetzt halt trotzdem in der Garage vergammeln lassen, ehrlich gesagt. Einfach, weil, wenn ich einen 5er-Panzer von den Franzosen fahre, dann würde ich einen AMX ELC Bis eher nehmen, weil der war halt ziemlich geil. Der hier ist halt so, ja, kann man machen gewesen, weiß ich mal. Was mich daran schon ein bisschen stört, muss ich zugeben, ist, der Neigungswinkel, also der Höhenrichtbereich, ist halt schon echt traurig. Und, ja, das war's eigentlich auch schon. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ist ein okayer Panzer, aber nichts Besonderes. Das, finde ich, trifft's ganz gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.